Sie stellt Filmgesetze auf den Kopf, bringt Hollywood ins Staunen, bricht Kassenrekorde. Die Filmserie um die Marvel-Superhelden. Seit genau 10 Jahren jagen im Marvel-Kino-Universum Helden und Schurken über die Leinwand. Flotte Sprüche inklusive. Reden wir kurz über deinen Plan. Können wir schon so machen, aber dann ist's halt Kacke. Lieber mach ich den Plan, dann wird das auch was. Wow. Allein die aktuelle Folge Avengers Infinity War hat weltweit schon über $2 Milliarden eingespielt. Ein Hit bei der Kritik und den Fans. Ja, ich habe mir innerhalb von einer Woche 3-mal angesehen. Ne? Ich weiß nicht, ob das schon eine Aussage genug ist. Ich war sehr begeistert. Wenn ein Film das verdient, das Prädikat episch, dann würde ich in letzter Zeit einfach sagen, der, weil das, diese verschiedenen Handlungsstränge, die hatten, die sie dann miteinander verwoben haben, wo dann immer wieder große Schlacht und dann denkt man, es ist vorbei und dann geht es aber noch mal weiter. Das hat schon wirklich gigantische Ausmaße gehabt. In Deutschland vertreibt der Panini Verlag die Marvel Comics. Der Erfolg der Filme beflügelt auch die Verkaufszahlen bei den Heften. Dementsprechend groß war der Andrang der Fans auf dem Comic-Salon in Erlangen am vergangenen Wochenende. Internationale Zeichner signierten ihre Werke und malten auch Superhelden nach Wahl. Die Auswahl ist enorm. Bislang gibt es 19 lose miteinander verbundene Marvel-Filme. Die Faszination inhaltlich ist erstmal, dass hier etwas geschaffen wurde, was eine große Einheit bildet. Das hat das eigentlich nicht bei Harry Potter, das hat es nicht bei Star Wars oder sonst irgendwas gegeben, dass wirklich Filme ein gesamtes, riesiges Gesamtkonstrukt ergeben, die aufeinander basieren, die miteinander verbunden sind und trotzdem auch alleine stehen können. Und ich frage mich immer, als sie damals angefangen haben, ob die schon diesen Masterplan hatten. Damals, das war der Auftakt im Sommer 2008. Der erste Iron Man-Film mit Robert Downey Jr. Das ist das coolste Ding, was ich je gesehen habe. Nicht übel, hä? Auf geht's. Mit bislang über $15 Milliarden Umsatz gelang den Marvel Studios der Aufstieg vom Seiteneinsteiger an die Spitze Hollywoods. Das hat Disneys Appetit geweckt. Ihnen gehört mittlerweile die Marke. Chefproduzent Kevin Feige aber wacht weiterhin darüber, dass der Action-Bombast immer durch den nötigen Schuss Humor gebrochen wird. Es fühlt sich sehr familiär an. Es hatte jeder einen eigenen Film, das ist besonders wichtig. Wir hatten Captain America Solo, wir hatten Thor Solo, ja, wir hatten jetzt inzwischen auch Black Panther Solo. Diese Figuren kommen auf familiäre Weise zusammen. Man wird nicht überfordert. Wer zur Hölle seid ihr denn? Iron Man hat sich kennengelernt, hat Thor kennengelernt, hat die Black Widow kennengelernt und sie formen langsam eine Einheit. Und ich glaube, die Leute mögen das. Außerdem profitieren die Marvel-Filme auch vom Serienboom. Nutzen deren Erzählmuster, bringen neue Formen und Ansätze ins Kino. Filmwissenschaftler Peter Wiegnold hat die Marvel-Filme in einem Buch untersucht und spricht von einer Hyperserie. Bei den Avengers-Filmen ist es vielleicht ein bisschen mehr wie in dem Boyband-Prinzip. Sie haben jetzt nicht mehr einen gut aussehenden Sänger, den sie nach vorne stellen können, der eine bestimmte Zielgruppe anspricht, sondern sie haben 5 verschiedene oder 6 verschiedene. Ich bin übrigens Peter. Dr. Strange. Oh, ihr benutzt eure Künstlernamen. Dann bin ich Spider-Man. Nachahmer gibt es einige. Aber die Marvel-Mischung aus Humor und Action liegt in der Zuschauergunst weit vorne und kracht mindestens 2-mal im Jahr in die Kinos. Ende Juli bekommt Ant-Man eine Kollegin zur Seite. Körpergröße winzig. Einspielprognose riesig. Moment mal, sie hat Flügel gekriegt? Und Waffen. Für mich hattest du diese Technik nicht, nehme ich an. Doch, hatte ich.